So. Warum ist es? Sie ist weg. Ja, ich weiß. Wen haben wir denn da? Hoffentlich hältst du länger durch als dein Vorgänger. Bei den Göttern! Die Statue lebt! Ich bin keine Statue. Willst du uns da nochmal anhören? Wir können die einzelnen Dinge überspringen. Wenn du nicht begreifen kannst, wer vor dir steht, wie willst du mich unterhalten? Was? Mir will alles nochmal aus. Die Sphinx, die Hüterin. Ah, das geht. Warum bist du? Deswegen bin ich gar nicht hier. Nein? Du beschützt ein sehr edles Motiv. Doch leider kann ich deiner Bitte nicht nachkommen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ich gehe nicht ohne ihn. Die Macht, die ich schütze, ist nichts für Willensschwache. Ich kann widerstehen. Man muss alles riskieren, wenn man nach Wissen strebt. Mhm. Wenn du klug auf meine Fragen antwortest, hast du dich als würdig erwiesen. Was hat einen Lauf ohne zu rennen, kann verbinden und auch trennen? Was hat Arme, doch keinen Hals? Hat ein Bett, doch schläft niemals? Hat ein Bett, doch schläft niemals, kann verbinden und auch trennen. Ein Sonnenwagen, Fluss hätte ich gesagt. Ein Fluss. Das könnte sein. Was lässt Tote erwachen? Lässt dich weinen oder lachen? Macht dich jung, wird in einer Sekunde geboren und bleibt ein Leben lang? Namen, Witze, Erinnerung, bleibt kein Tote erwachen. Wenn ich über jemanden... Nee, dann sind es Erinnerungen. Erinnerungen. Du überraschst mich doch. Ich lebe und atme doch nicht. Ich bin kalt im Leben wie im Tod. Hab niemals Durst, doch trinke immer. Qualle, habe ich ja gesagt. Du bist eine Qualle. Da steckt Logik dahinter. Du bist wirklich interessant. Nun... Nimm, was du gelernt hast und berühre die Symbole, die deinen Antworten entsprechen. So, das wäre ein Fluss. Was wäre das hier? Dann Erinnerungen. Das könnte dieses Kopfsymbol da drüben sein. Und eine Qualle. Das ist Zeit. Das ist der Tod. Das ist ein Kolibri. Das ist ein Fisch, das ist eine Spinne, das ist ein Berg, ist ein Baum, sind Zahnräder. Ich nehme den Fisch, das ist das Ähnlichste, was jetzt gehen würde. Ist eh falsch, sag ich jetzt schon. Oh ne, ist richtig, okay. What the fuck? Wer ist daraus ein Ball geformt? Was ist da für ein Krüppelmonster? Okay, das wird richtig interessant jetzt. Alter Scheiße, was geht? Lass die Muskeln spielen, erwecke den Mythos. Bruder, muss los. Wo ist die komische Leiche hin? LOL. Speer. Sprich mit irgendwem. Ich will es eigentlich verkleinern. Triffle, das ist ein Pfki.
Um gegen einen Minotaurus anzutreten und den Preis von PFG zu gewinnen, muss Cassandra erst für gewisse verdächtige klingende Vorprüfungen bestehen. Karte. Warte mal kurz, Quest. Kythera, Lesbos und Missara. Minotaurus-Vorbereitung. Okay. Ach, da unten. Da unten. Okay. Doch, das ist es. Nicht so mal jetzt von Arsch hinreißen. Was scheiße. Bakal, das tötet menschenmäßig. Krieg ich das hin zeitlich? Ist von 12. Rechnen wir mal mit 50. Ja, geht eigentlich sogar perfekt auf. Cool. Bruder, bereit machen! Kines! Yo, wir sind los! Du glaubst gar nicht, Butterbars, was ihr gesehen habt, du! In die Wellen, in die Dellen, in die Kugel. Das mit Lieder. Kines, was ist los hier? Wir brauchen hier ein bisschen Lieder. Na, jedoch. Weil erst muss der Captain wieder meckern, du. Damit das Gesocks hier singt, du, ne? Also, ich bin ja schwer enttäuscht von euch. Ich hätte nie gedacht, dass ihr so scheiße seid, manchmal. Aber ey, ich muss echt zugeben. Hier. Ich habe mal 39 Grad GPU-Temperatur und die läuft von 1512 bis zu 83% aus. Vielleicht manchmal ein bisschen mehr, können wir drauf mal sehen. Auf mehr ist es entspannter. Aber ist generell echt pervers, man. Nur kurz auf M nach. Ja, wir können nicht geradeaus weitersehen. Läuft. Ich hoffe, das ist die Quest, die wir machen müssen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt. Warum wir jetzt wieder was. Erfahrungspunkte gekriegt haben. Keine Ahnung. Wenn er davon Stress will, dann kann er es haben. Bist du Stress? Hast du Stress? Du wirst ungewöhnlich nervös, Herodotos. Wir nähern uns einer der ältesten Regionen dieser Welt. Dem Land der Minoa. Eine wirklich faszinierende und mysteriöse Zeit. Kämpft, wenn ihr Seeleute seid! Pfeile bereit! Mehr Salve! Bereithalten zum Feuern! So. So. Wir rammen die jetzt aber einfach. Habt ihr gar keinen Bock drauf. Hua! Hua! Haben wir so eine coole Perspektive dafür bekommen? Nix da, der Spieß wird gerade umdrehen. Okay, wir haben sie im Schnee geditscht. Bögen bereit! Schieß! Nö. Ja, die schon ein bisschen an. Uff, oder ein bisschen mehr. Wollen wir die knacken? Wir sollten Poseidon danken.
Mehr könnten die halt. Nee, haben keine Zeit dafür. Deckung, erstmal Deckung, Kines. Oh, die stehen aber gerade perfekt. So. Klar. Na, wird's ja nicht, der Barney. Hart am Wind! Hart am Wind, geht alles geschwind. Da drüben ist auch noch was, das wollen wir jetzt aber nicht, weil es viel zu weit weg ist. So, nee, Kommando möchte ich nicht entfernen, bitte. Danke. Hat mir eigentlich vorhin nicht eine Schiffsgaleonsfigur so einen Scheiß bekommen? Ja! Sphinx-Galeons läuft! Nee, warte. Nö. Alter, 5000 Holz. Ich glaube, so viel hat man noch nie. 5000. Nee, ich will Gold sparen. Was ist jetzt los? Das war einfach merkwürdig. Ich kann ja nicht sagen, woran das lag, aber es war merkwürdig. Und jetzt schauen wir gleich mal noch mal irgendwo. Oh, das ist die Insel da, ne? Kann das sein, Bro? Ja, ganz. Doch, das dürfte die Insel sein. Ist hier hinten irgendwas? Egal, scheiß drauf. Wir sehen es ja, wir können später immer noch hin. Ich denke, das Spiel wird noch eine ganze, ganze Weile gehen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 60 Stunden oder sowas. Wartet mal, ich komme nach dem Spiel schon mal kurz nachschauen. 53, okay. Steam hat ein paar Stunden dazu addiert. Keine Ahnung, weil. Weil ich da irgendwo. Oh, ich hab's versehentlich mal eine Weile im Pausenmenü stecken gehabt. Das kann auch sein. Ja, perfekt. Guck, dann parken wir da gleich mal. Easy. Und an den Kines. Kines, also ich gehe von Bord, ne? Ich wünsche, dass ihr ein bisschen Deck schrubbt. Und wenn alle gut läuft, dann können wir demnächst wieder aufbrechen, ne? Gut, gut. Warte mal, nee. Ja, na. Ja, moin, ihr Landratten. Ja, diesen Dialekt habt ihr gesucht, ey. Leute, ich muss ein bisschen komisch reden. Ich sollte mein Geld gut festhalten. Okay. Erstmal, wo ist der Sync-Punkt? Da. Aber nach Pevki müssen wir eigentlich nicht reisen. Was ist denn der Esel jetzt? Ich glaube, dem geht's nicht gut. Pevki mussten wir nicht reisen, laut der Quest. Ist eine Region Kythera, Lesbos und Messera. Ah, doch. Nee, Messera ist hier. Fangen und freilassen. Ah, okay, gerne, machen wir das Minotaurus halt mal. Wenn wir schon mal hier sind. Ach, das ist ein Schatz, hört er damit. Gönn dir. Kletter mal dem hoch. Mann, hat er dick geklettert, Alter. Sexy. Ah, oh, Mr. Einhorn. Zweihorn eher. Dieser interessante Mr. Zweihorn. Da braucht man echt trinken hier mehr, weil die ganze Zeit rumbabbelt. Ist ja uns echt ein trockener Mund, ne? Also mit dem Minotaurus wird mich interessieren. Mino. Dieser kleine Dino ist ein kleiner Minotaurus, Dinosaurus. Dieser Mino. Und damit
Ist ein Minotaurus. Ist ein Minotaurusaurus, Baby Aurus. Wir fragen da mal nach, was er denn so hat. Der Minotaurus. Er ist ein kleiner Saurus. Die Minotaurus-Führung. Macht die Minotaurus-Führung. Lernt, wie ihr den mächtigen Minotaurus besiegen könnt. Hat er mich gerade Fotze genannt? Das Biest mit dem Trick, den alle Minotauren hassen. Uch, Kriegerin! Willkommen, Pefki! Der Heimat des Minotaurus. Und unserer weltberühmten Minotaurus-Chitone. Chitone! Minotaurus-Chitone! Eine Größe für alle. Ich verstehe nicht, wie eine Größe allen passen soll. Mein Name ist Arsenios. Wenn du wissen willst, wie du den Minotaurus besiegen und zur bekanntesten Kriegerin der griechischen Welt werden kannst, ist diese Führung das Richtige. Du verkaufst es gut, Kind. Dann mach deine Führung. Hast du keine Angst, dass dir jemand deine weltberühmten Minotaurus-Chitone stiehlt? Wer denn? Die sind für Minotauren. Okay, Bro. Wie du an den Statuen sehen kannst, ist der Minotaurus ein furchtbarer Gegner. Also denk an diesen explosiven Tipp. Er hasst es, erstochen zu werden. Mit scharfen Gegenständen. Es heißt, das sei seine einzige Schwäche. Okay, ich habe gedacht, der chillt hier ein bisschen lang, jetzt hier ein bisschen mehr. Die Statue ist schon umgekippt, ne? Sie, eine lebensgroße Nachbildung des Minotaurus. Die tatsächliche Größe kann abweichen. Wo ist der Rest von ihm? Auf dem Hügel. Er entglitt den Arbeitern, als sie ihn aufstellen wollten. Zwei von ihnen starben. Sauber aufgeschlitzt von den Hörnern. Naja, nicht sauber. Klingt, als wären sogar Minotaurus Statuen tödlich. Oh, die sind die tödlichsten. Man sagt sogar, Theseus sei von einer Minotaurus Statue getötet worden. Nimm mal die zwei. Ob Theseus von einem Minotaurus erschlagen wurde oder von einer großen Minotaurus-Statue, er war nichts im Vergleich zu mir. Ich siege, wo er gescheitert ist. Oh, eine selbstbewusste Kriegerin. Vielleicht bist du die Erste, die zurückkommt. Oh, setzen wir einfach den Rundgang fort. Hey, in Pefki ist der Held König. Hier entlang. Was meinst du? Dieser Stein ist in Wahrheit Minotaurus, Dong. Er muss hier gewesen sein. Bei Nacht wir müssen ihn wohl verpasst haben. Minotaurus-Dong, Alter, was hier geht? Hier ist noch ein nützlicher Tipp, den du bei keiner anderen nur Führung bekommst. Das Theseus Minotaurus, ein Morgenmuffel. Glaub mir, ich kenne meinen Minotaurus. Minotaurus scheint ich bin hier seit 27 Jahren im Geschäft. Und ganz im Vertrauen. Ich hoffe, dass mein Sohn Arsenios Junior eines Tages übernimmt. Guter Junge. Sehr guter Junge. Seit 27 Jahren Geschäft hat ein Sohn, ist okay. Krieger aus der ganzen Ägäis kommen nach Pefki, um gegen den Minotaurus zu kämpfen. Sie hoffen auf seinen Kopf als Trophäe. Bisher hat er sie alle besiegt. Aber ein frisch gepresstes Minotaurus-Huf-Elixier wird dir den Pep verleihen, den du brauchst, um zu triumphieren. Woher stammt dieses Minotaurus-Huf-Elixier eigentlich? Vom Huf des Minotaurus natürlich. Deshalb heißt es doch so. Wie kommst du daran? Aha. Und was macht dieses Elixier, außer mir Pep zu verleihen? Kommt drauf an. Was plagt dich? Halsschmerzen? Schlecht heilende Wunden, Juckreiz an unaussprechlichen Stellen. Lindert es auch das Bedauern über langweilige Führungen? Ja. Und lass mich raten, du hast etwas davon dabei, das ich kaufen kann. Wie Pater immer sagte, verlasse nie das Haus ohne den gemahlenen Huf eines mythischen Wesens. Ach komm. Man weiß ja nie, wann man mal Minotaurus Huf-Elixier braucht. Eine gute Investition, meine verantwortungsvolle Freundin. Danke. Jetzt komm, es gibt noch so viel zu sehen. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, was da noch für ein Scheiß dabei rauskommt. Ich sage nicht, dass ich für die Zerstörung der Minotaurus-Statue verantwortlich bin. Aber ich sage auch nicht, dass ich es nicht bin. Aha. Und damit endet die Führung. Das war die Führung? Ich habe nichts über den Minotaurus erfahren. Meine Kunden sind immer zufrieden. Bezahl bei meinen Partnern auf dem Weg nach draußen.
und genieße deinen restlichen Aufenthalt in Pelfki. Na, bist du blöd? Du wirst nicht eine Drachme von mir bekommen. Nein, nicht eine. Ich bekomme sie alle. Packt sie! So, Jungs. So. Mein kleines Arschloch. Mit dem reden wir gleich. Ort abgeschlossen. Ist egal. Komm mal her, Freund Nase. Sehr gut, Kriegerin. Du hast den Überfalltest bestanden. Das schafft nicht jeder. Du hast dir einen extra Rabatt auf unsere weltberühmten Minotaurus-Chitone verdient. Oder, weißt du was? Heute hast du mir etwas gezeigt zum Thema Freundschaft. Und dafür werde ich dich bezahlen. Hier, ein paar Drachmen für eine sehr lehrreiche Führung. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Hey! Ja? Wie lebt es sich so als Söldnerin? Könnte schlimmer sein. Hey, bleib stehen. Tschüss, Kind. Dass man Belger nicht abknallen kann. Vor allem so eine Scheiße da. Drecksmissgeburt. Verpiss dich, ey, wenn ich dich sehe noch einmal. Schmor in Hölle. Ohne Witz. Wo ist die Quest jetzt? Da. Minotaurus-Vorbereitungen. Ein Sync-Punkt haben wir hier. Ja, da drüben ist aber noch ein Schmied. Wer von euch fürchtet sich? Wer ist wach oder ängstlich? Wer von euch ist stark? Sekunde, direkt damit, ja. Beweist euch! Kommt und messt euch! Vorprüfung der Stärke. Für die Vorprüfung der Stärke muss man sich mit dem größten Grobian der ganzen Stadt griechischer Welt schlagen. Für Pazifisten hatte einer der Prüfungsmeister allerdings auch eine Alternative parat. Der Mythos, der... Ah, ein mächtiges Prachtexemplar nähert sich. Jetzt bin ich gespannt. Sehnst du dich nach Ehre, nach Ruhm, nach dem sicheren Tod? Zwei von den dreien interessieren mich. Dann suchst du den Kampf mit dem Minotauros. Ich sehe weder ein Labyrinth noch ein goldenes Wollknäuel. Aber wenn es einen Minotaurus gibt, bin ich ganz Ohr. Dann hör gut zu, adleräugige Freundin. Erlegtest du den Minotaurus, kämst du Theseus gleich. Und du würdest den großen Preis von Pefki einheimsen. Euer Minotaurus muss sterben. Klingt, als hätten wir eine weitere Teilnehmerin. Es folgen die Prüfungen des Minotauros. Die Vorprüfungen. Aha. Vorprüfungen? Sagtest du gerade Minotauros Vorprüfungen? Um gegen den Minotauros kämpfen zu können, musst du dich erst in heldenhaften Prüfungen würdig erweisen. Wir können doch keine arglosen Reisenden einfach so in den Tod schicken. Hefki-Regeln. Mhm. Woraus genau bestehen die Vorprüfungen des Minotauros? Es gibt eine Prüfung der Stärke. In dieser trittst du gegen die größten Krieger Kretas an. In der Prüfung der Genauigkeit musst du ein gutes Auge beweisen. Und in der Prüfung der Ausdauer zähmst du das Wasser. Ich soll also schwimmen? Das ist doch ein Trick, um mich zu bestehlen. Söldnerin, wie kannst du nur so etwas denken? Mhm. Du bist eine furchtbare Person. Das ist sehr klatsche, Bruder. Was genau ist der Preis von Pefki?
Nichts weniger als unbegrenzter Reichtum. Krieger, die vom Minotauros besiegt wurden, haben keine Verwendung mehr für ihre Drachmen. Also sammeln wir sie für einen Preis, der jenem gebührt, der die Bestie erlegt. Euer Preis besteht aus den Drachmen der Toten? Bitte. Ich versichere dir, dass viele dieser Münzen direkt an die berühmte Schule für Kinder, deren Eltern auf tragische Weise vom Minotauros getötet wurden, gehen. Verstehe. Ich mache deine Prüfungen. Vorprüfungen? Ich mache deine Vorprüfungen. Aber dann gehört der Minotauros mir. Wunderbar! Und vergiss nicht, die Abzeichen deines Erfolges vom Prüfungsleiter abzuholen. Ugh. Noch eine Heldin, die uns vor den langen Schlangen und den überteuerten Minotaurus-Andenken in Pefki retten will. Ah, darf ich dir meine Frau Kore vorstellen? Eine seltene Schönheit und so vorlaut gegenüber meinen Freunden. Bitte, Leandros, es gibt Wichtigeres als Ruhm und Reichtum. Nicht jeder, der ein Schwert hat, sehnt sich nach Ruhm. Familie ist wichtiger. Richtig. Das versuche ich diesem feigen Wurm in der Gestalt meines Mannes auch klarzumachen. Hey! Es geht um unsere Tochter. Eure Tochter? Amara. Sie ist weggelaufen. Es geht ihr ganz bestimmt gut. Sorge dich nicht um Amara. Es gilt, einen Minotauros zu erschlagen. Großer Kampf! Jede Menge Blut! Denk an den Ruhm! Denk an den großen Preis von Pefki! Bitte glaube mir, Heldin, nichts ist, wie es scheint in Pefki. Vielleicht hilft das Lösen eines Problems, alle anderen zu lösen. Geh, meine legendäre Freundin, die Vorprüfungen des Minotauros warten! Jede Jagdgruppe darf es höchstens 3 Teilnehmer Ausdauer. Ausgenommen von der Teilnahme sind legendäre Krieger, schwangere Heldinnen oder Götter. Das gilt auch für Halbgötter und Engel. Es gibt keinen Grund zu drängeln. Ihr erhaltet alle eure Okay. Hier ist einiges äußerst merkwürdig. Drüben ist erstmal ein Schmied. Zur Stärke. Ah, okay. Uff, Bruder. So, hallo erstmal. Verkaufen. Och, das lohnt sich ja gar nicht. Da wir auch Geld brauchen. Verkaufen wir erstmal die. Solche können wir alle verkaufen. Stäbe, passen wir kurz auf. So. Gibt schon gut Geld. Darf ich aufpassen, dass wir unsere eigentliche Rüstung nicht rausschmeißen, ne? Ich verkaufe manchmal das Blaue nur. Oder das Weiße halt. Gut. Verbessern. 45, das wären um die 300. Aha. Ja, das kann man mal hochdrücken. Oh Gott, ich dachte gerade so, nein, ich bin auf dem Verkaufsdinger drin. Oh Gott, mein Hirn. Kurze Explosion. 41, 43. Das hier kann man auch hoch upgraden. Ich hätte nicht Kolben, was weiß ich, vertickt hätte. Das lohnt sich nicht. Das ist auch nicht so richtig gut. Verbessern. Ja, komm. Wenn wir schon so auf Material haben, können wir mal da ein bisschen was reinstecken. Und der Bogen auch. So, nein, ist auch gut. Ja, dann passt. Schau bald mal wieder rein. Mach ich gerne. Passt. Gut, sehr gerne, Mann. Dann danke ich fürs Zuschauen, fürs Mit dabei sein. Like, dann kommentieren, abonnieren, nicht vergessen. Das nächste Mal machen wir dann den Minotaurus-Vorprüfungen Gedöns-Scheiß da platt. Ihr denkt, wisst, was ich meine. Okay, gut. Dann danke ich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Tschüss.